You could compare it, I think, by somebody who has the score of a music piece of Bach, for instance, and you have to play it. And there's so many still possibilities to understand it and to interpret it, and it's a bit a similar kind of work, I think. So it brought immediately high feelings of fantasy, and to me I was super enthusiastic. It's much bigger. Yeah. It's not like, you know, a little entrance. It's a hall. It's a real hall in itself. Anfangs war ich mehr als kritisch, durchaus. Ich dachte, wir haben doch die wunderbaren Perspektivzeichnungen. Und jetzt merke ich, das ist doch ein Eindruck, den kann man sich so nicht vorstellen, auch nicht als Fachmann. Man braucht wirklich dann das 1:1-Erlebnis, um gerade das Ineinanderspielen von Architektur und Landschaft, wie es ja hier wirklich auf die Spitze getrieben ist. Und ich finde, das war allein der Versuch wert, es auch mal in Echtzeit sozusagen zu erleben. Es gibt ja diese Eigenschaft von Orten, dass sie unmittelbar einleuchten können, wenn man ankommt. Und das würde ich sagen, ist hier so ein Ort, der, sobald man über das Feld gegangen ist und man die ersten Chromstützen sieht, man eigentlich schon weiß, dass es hier zu Recht existiert. Ist eine Offenbarung, würde ich sagen. Für mich wird dadurch jetzt auf der Fachebene, wenn man so will, nochmal das Werk von Mies ganz anders durchmischt. Und ich habe fast so den Eindruck, dass jetzt erst erlebbar wird, wie dieses Projekt, was immer nur Zeichnungen waren, flache Abbildungen, schwer zu lesen in Büchern, dass das sozusagen eine Realität bekommt und damit eigentlich auch sozusagen die Spitze, ich hätte fast sagen, die ästhetische Spitze des Werkes von Mies in Europa werden könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass das Modell teilweise eine Ausstrahlung hat, die einen wirklich ergriffen macht. Das heißt also, jetzt steht das hier schon so lange, ich war jetzt sehr viel hier und habe eine Art sozusagen Gewöhnung erfahren und trotzdem ist es jedes Mal ein außergewöhnliches Erlebnis, insbesondere im Saal zu sein und in der Halle zu sein, in diesem ganz speziellen Raum zu sein. Architektur kann offensichtlich sehr, sehr positiv wirken und tatsächlich auch vielleicht zu einer Öffnung des Geistes führen. Das wäre ja schon ein toller Erfolg, wenn wir das transportiert hätten.